Die Schüler Hösele Thomas und Baurit Stefan der 3. Klasse der HTL Volzberg heißen Sie zur Projektpräsentation Hallenkran recht herzlich willkommen. Aufgabenstellung war es, einen Hallenkran mit dem dazugehörigen Lastaufnahmemittel zu entwickeln und zu konstruieren. Der gesamte Kran wurde auf eine maximale Hublast von 15 Tonnen ausgelegt. Die beiden Antriebe, Seiltrommel und Hakenflasche, wurden per Hand vordimensioniert. Weiters wurde die Berechnung des Kranträgers mittels Creo Simulate durchgeführt. Hierbei wäre zu erwähnen, dass auch unter der Berücksichtigung des Eigengewichts der Träger und der Laufkatze die maximale Durchbiegung von 11/500 bei maximaler Hublast nicht erreicht wird. Die gesamte 3D-Konstruktion wurde mit Creo 2.0 mit Hilfe des Product Lifecycle Management Systems Windshield 10 durchgeführt. Weiters verwendeten wir eine eindeutige Modellhierarchie für die Benennung unserer Konstruktionselemente. Der Aufbau der Hakenflasche, Seiltrommel sowie der beiden Antriebe für Laufkatze und Kran basiert auf einer Top-Down-Modellierung. Der Doppelhaken sowie das Keilschloss wurden nach DIN 15402 bzw. DIN 15315 aus Flächen aufgebaut. Mit dem Creo-Durchschweißen wurden alle benötigten Schweißnähte erzeugt, hier orange dargestellt. Weiters wurden alle von uns eingebauten Blechbiegeteile im Blechmodus erzeugt, da sowohl beim Antrieb des Kranes als auch bei dem der Laufkatze nicht jeweils 4 Stück notwendig sind, haben wir Familientabellen ohne Antrieb erstellt. Aus dem Modell wurden Zusammenstellungs-, Fertigungs-, Schweiß- und Blechbiegezeichnungen mit den dazugehörigen DXF-Files abgeleitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.